Dr. Ecke Martin, ich bin Prozessingenieur bei der Voestalpine Stahl GmbH in Linz und bin im Stahlwerk für die LD-Konverter zuständig. Die Suplanz ist ein wesentlicher Bestandteil des Konverterbetriebes. Sie wurde 1987 von Voestalpine Industrieanlagenbau, nun Primetals, gebaut. Während die Suplanze selber eine sehr gute Performance leistet, war der Suplanzenmanipulator am Ende seiner Lebenszeit. Die Verfügbarkeit von nur 85% war für unsere Qualitätsanforderungen zu wenig ausreichend, um die hohe Produktionsmenge von über 100 Schmelzen am Tag zu gewährleisten. Es wurden mehrere technische Lösungen erarbeitet und mit 3D-Computersimulationen getestet, um hier auf engstem Raum sämtliche Erfordernisse durch den Suplanzenmanipulator erfüllen zu können. Eine wesentliche Aufgabe bestand darin, den Suplanzenmanipulator bereits im Technikum voll aufzubauen und sämtliche Tests dort durchzuführen, von Kollisionstests begonnen bis hin zu den Zyklustests, um dann einen reibungslosen Umbau der Anlage binnen 5 Tagen während einer Konverterzustellung zu erreichen. Die wesentlichen Herausforderungen für dieses Projekt waren, dass auf engstem Raum eine Lösung gefunden werden musste, um sämtliche Manipulationen zur Suplanze, das heißt das Bestücken der Suplanze mit Probensonden und das sichere Entfernen der Sonden von der Suplanze zu gewährleisten. Eine Roboterlösung State of the Art war hier das notwendige Mittel, um alle diese Erfordernisse auch erfüllen zu können. Neben dem Roboter selber war eine große Menge an Peripherie notwendig, von Magazinen, selbstkonstruierten Wechselgebinden, Probenkattern, Sondenboxen, Ablagefächern und vor allem auch Überprüfungsmöglichkeiten der Suplanze selbst durch Lensguard-Systeme, die installiert werden mussten. Trotz bester Vorbereitung bei der Implementierung der Anlage und bei der Installation war es doch eine sehr heiße Phase in den ersten Tagen, um hier sämtliche Erfordernisse der Anlage zu testen. Vor allem die Zykluszeit von 60 Sekunden war hier eine große Herausforderung. Es mussten Fahrwege optimiert werden und es mussten Sicherheitschecks implementiert werden, um eine hohe Verfügbarkeit, Sicherheit, aber auch Geschwindigkeit der Anlage zu erreichen. In mehreren Schritten konnte dies erreicht werden. Wir liegen jetzt bereits unter 60 Sekunden und damit sind die Bedingungen wirklich erfüllt worden und damit sind wir sehr zufrieden mit unserer Anlage. Mit Primetals haben wir einen sehr kompetenten Partner gefunden, der hinsichtlich der Implementierung neuer Technologien in einem Stahlwerksbetrieb weiß, was er tut, und das ist auch hier bei diesem Projekt auch wieder unter Beweis gestellt worden und auch bewiesen worden.